Catarina. Questo vecchio. What are you doing? Nine. Wie hast du dir das vorgestellt? Ist das nicht der Grund, dass du ihn gefickt hast? Was ist mit dem Baby? Peinlich. Willst du das alles wegen einer Nacht wegwerfen? Wenn du nicht schwanger wärst, hättest du es mir nicht einmal erzählt. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Du wolltest es so sehr wie ich. Mit allem, was wir dafür ausgegeben haben. Wir haben daran geglaubt. Ja. Und dann hast du dich von deinem Ex befruchten lassen. Aber er. Es war nur ein. Und ich? Was ist das für eine Frage? Super. Vergiss es. Ich bin ohne dich verloren. Dann lasse ich es abtreiben. Wie bitte? Morgen. Ich habe schon einen Termin. Das funktioniert so nicht. Du hast mich betrogen, Diana. Es gibt kein Zurück. Es tut mir leid. Ich muss das Auto parken. Katharina, was machst du? Nur eine Minute. Schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er in der Engel des Herrn bevor und nahm seine Frau zu sich. Und er kannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Non scherziamo. Oddio. Entschuldigung.
Komm runter, jetzt! Schatz, ich geh kurz runter mit Nico. Ich bin gleich da. Scheißkerl! Hey, ist ja gut, schrei hier nicht so rum. Weiß jetzt eh nicht jeder, dass du rumfickst. Komm, sei still. Komm, komm mit. Ich kann nicht trinken. Ich muss fahren. Dann trinke ich halt beide. Was willst du von mir? Diana ist schwanger. Und? Du hast es gewusst. Was willst du? Ich möchte, dass du deiner Verantwortung nachkommst. Welcher genau? Diana braucht dich, um das Kind großzuziehen. Hey, es gehören immer zwei dazu. Hey, du hast es immer noch nicht begriffen, oder? Betrachte mich als einen großzügigen Spender. Hör zu, Arschgesicht. Diana wird morgen abtreiben. Ist es das, was du möchtest? Der Bauch gehört dir, oder? Diana will kein Kind mit mir. Das mit der Abtreibung ist doch Schwachsinn. Ich dachte echt, du wärst schlauer. Okay, tschüss. Die hast du vergessen. Hast du mir nichts zu sagen? Okay. Diana? Diana! Warte! Ich fahre dich nach Hause. Entschuldigung.
was ich vorher weglaufen bin. Ist es kaputt? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir es reparieren. Vielleicht. Ich werde eine Weile brauchen.